Ja, ne? Läuft. Ja. Also Iserun holt einmal kräftig aus. Die Flugbahn oder Schwingbahn des Hammers hat sie ganz gut berechnet, sodass er da so in der Ecke des Raums rumschwingt und trifft die Statue ideal mitten in der Brust. Sie zerplatzt. Hohoho! Boah. Sag mal, seid ihr in einem Rondra-Tempel geboren worden? Ihr habt echt Was das soll Talent dafür, Brustpanzer zu durchschlagen. ein Schlag! Danke. Er steckt tatsächlich wieder alle Männer in die Tasche. Ihr solltet dringend den Kriegshammer ins Feld führen, ihr habt ein Talent. Ich werde mir mal merken, wir haben ja noch hier so eine Axt, die geschwungen werden will, ne? So, aber jetzt setzen müssen wir mal hier dieses Sarkophag-Ding aufmachen. Ich denke, wir nehmen die Stange und dann einer links, einer rechts. Und dann hoch. Finde ich gut. Ja, könnt wie gesagt noch die Inschrift erkennen, 40 Murak. Das konntet ihr zurückdatieren auf 19 vor Bosporans Fall. Und wenn ihr dann die Stange ansetzt, ein bisschen hebelt mit genug Kraft, stößt euch ein bisschen Staub und alte Luft entgegen. Steinsack ist leer, bis auf ein Kettenglied. Einerseits enttäuschend. Andererseits bin ich mir nicht sicher, was wir erwartet haben, hier zu finden. Was denkt Nun, ihr? ich sagte ja, so altes Grab, da findet man nur noch Staub daran. Ich hätte ja mindestens mal mit einer Mumie gerechnet oder so, aber Oder im die kalten gibt es Hahn nur in der liegen. Kiste. Gut. Ist vielleicht ein Geheimfach da drin? Meine. Sucht nach. Iserun wollt ihr wohl das Kettenglied nehmen? Ich denke, wir sollten sie so weit aufteilen, wie wir können. Ja, natürlich. Ich klopfe mal mit dem Hammer den Sarg ab, ob ich irgendwas Hohles oder ähnliches finde. Wirst du nicht finden, aber wenn du den Deckel weiter zur Seite schiebst und dann nochmal umdrehst, da ein bisschen abklopfst, kannst du erkennen, dass es auch hier wohl eine weitere Inschrift gibt in aurelianischen Lettern. Hier steht irgendwas. Abel Mir, komm mal her. Lass doch mal gucken. Da steht, Sekunde. Lange eingerostet. Stehen da nicht scheiß Sprachen? Wir wissen. Sonstiges ist das, glaube ich. Ah ja, Sonstiges, alles genau. klar. Schauen wir einmal. Heliodane von Streitsig, 326 bis 409 Bosporans Fall. Erleuchtete und geheime Tempelmeisterin des Ordens der göttlichen Kraft. Gehört. Der Orden der göttlichen Kraft war der Vorläufer der Inquisition. Sie waren, sagen wir, mit sehr viel weitreichenderen Befugnissen ausgestattet. Das heißt? Wisst ihr noch, wie niemand der Ketzerei beurteilt werden darf, hingerichtet werden darf, ohne gestanden zu haben und so weiter und so fort? Ja. Der Orden der göttlichen Kraft war da etwas durchgreifender. Wenn ihr versteht, was ich meine. Verstehe. Unter anderem. Aber haben wir das nicht heute auch gemacht? Nein, wir haben hier nicht der Ketzerei hingerichtet, sondern der Packtiererei. Ah, okay. Das ist aber nun, naja. Eine gewisse Wortverdreherei, nicht wahr? Ist Aber es da. nicht. Ketzerei ist das Zweifeln an den Grundfesten Alvarans. Packtiererei ist es, eure Seele an die Ungötter zu verkaufen. Sind zwei völlig unterschiedliche Tatbestände. Mit dem gleichen Ergebnis aber. Nein, nicht mit Das dem stimmt gleichen doch gar Ergebnis, nicht. denn Ketzer sterben auf dem Scheiterhaufen, während Packtiere aufgeknüpft werden und Ach dann so. verbrannt. Wir sterben also unterschiedliche Weise. Ich verstehe. Inquisitoriale Harzgerichtsordnung, Folio 1, Abschnitt 3 bis 7. Ah, ja. Gut zu wissen. Das ist bestimmt ausgezeichneter Lesestoff. Besonders der Echsenhammer, der Anhang zum dritten Folio. Ich kann kaum erwarten, den mal zu lesen. So, aber jetzt haben wir noch eine Statue kaputt zu machen. Aber mir, diesmal habt ihr die Ehre. In zwei Hand. Ihr könnt den Hammer aber schon bis zu dieser Taverne tragen, oder? Ja, kein Problem. Gut, 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 gut. Ja, wollten wir nicht erstmal in diese Kaserne? Keine Sorge, habe mir, ihr könnt meinen, solange haben, bis Wie wir ist da es mit sind. dieser Bierstube? Ja, ich denke, wir sollten erstmal alle Statuen kaputt machen, von denen wir wissen, und dann suchen wir nach den neuen. Also zur Kaserne. Ist das andere nicht näher? Das ist doch fast direkt neben der Villa Kachinor, oder nicht?
Ja, diese Bierbrauerei ist da nicht doch. Genau, dieses alte Waisenhaus. Das ist doch ganz in der Nähe. Das ist doch hier direkt. Stimmt. Stimmt. Dann lass uns doch danach die. Ja, ist ja egal. Also als Karino Bierstube sagte, war ich in Gedanken schon im vollen Humpen. Na, ja, ja. Aber mir wollen wir mal gucken, ob ihr auch hier euer Talent als Kriegsmagier beweisen könnt. Wir werden sehen, wir werden sehen. Ja, vor der Bierstube hat Answin wohlweislich noch zwei Waisenmacher stehen gelassen, die hier ebenso wachen, aber wenn ihr die einmal anweist, aus dem Weg zu treten, werden sie selbstverständlich auch gehen, da sie kompetent sind und wissen, von wem sie das Geld bekommen. Sprich, Jalan. Wisst ihr, man kann aber Retos Jungs ja sagen, was man will. Sie wissen, wo ihr Brot gebuttert wird. Ja, ihr tretet wieder runter in die staubigen, alten, muffigen Keller und könnt dann hier das umgedrehte Zeichen der Pereine, weitere Zeichen der gütigen Travia, die hier verschandelt worden sind, sodass ihr hier vor der Statue von Chilissa steht, die Stadträtin. Chilissa, wie war ihr Nachname? Ulfhard? Hättet ihr damals besser aufgepasst. Chilissa. Da Nabel mir, zeigt mal euren Schwung. Einen Moment. Ich sammle mich, lege den Hammer zum Boden erstmal mit dem Schild, dicken Ende auf den Boden, sammle mich und spreche. Attributo, Muskelstärke, Körperkraft, mächtiger Leib der Neueschaft. Lass mir Zeit dabei. Hier wird auch alles aufgefahren, um die Statue zu vernichten. Ja, natürlich. Ich finde das schön. Mirakel. Die Schnellsteigerung. Plus 3. Und mit Zeit lassen minus 4 macht eine Erleichterung von 1. Ups. Ist es das? Das erste Mal, dass Abi mir dran denkt, sich Zeit zu lassen? Nein. Nee, macht er. Mittlerweile hat er es gelernt. Jedenfalls das erste Mal, dass Abi mir richtig gut würfelt, ist das. Aber. Wie viele Punkte Körperkraft sind das? 11.11 ZFP und ich steigere dadurch meine Körperkraft um 11. ZFP Punkte, 11 Punkte, genau. Und hätte jetzt sozusagen eine Körperkraft von 24. Trag die mal jetzt sporadisch ein. Kann man die eintragen? Nee, würfel einfach Körperkraft. Okay. Ich fühle mich ja dezent ausgestochen, muss man sagen. Oh nein! Ich würfel ein Scheiße! Ich habe leider keinen mehr. Isaru, du hast auch noch einen. Du kannst meinen haben. Das wird Chips und hier Karma und ASP, alles. So, sind einmal 4 und dann nochmal die Punkte aus dem Attributo sind 11, ne? Sind nur 15. Ich habe eine Körperkraft von 24. Ja, 15. Genau. Ja. Ja, also funktioniert auf alle Fälle. Du kannst damit die kleine Chilissa in Trümmer schlagen. Die dann schattenlos durch die Gegend fliegen und in andere Kavernen hier reinspritzen, da wo dann wohl irgendwie die Kinder unterrichtet worden sind in diesem, ja, Waisenhaus. Zumindest sollte es das laut Answin sein. Ha! Seht einmal! So macht man das! Ja, mit sehr schön. Magischen Muckis könnt ihr auch noch die ganzen komischen, pervertierten Zeichen hier kaputt hauen. Ja, die sollten auch anfällig werden. Sekunde, dann schnell aber. Ja, ein schöner Schwung, Abel, mir muss ich sagen. Da jetzt nochmal eine Gewandtheit. Also die Kraft lasse ich dir offen, aber jetzt gewandt und schnell hier durch die Räume springen und dann deinen Hammer gegendreschen. Wie ein Panther aus dem Dschungel springe ich durch die Kaverne und zertrümmer diese restlichen ketzerischen Darstellungen. Ja, Rafim erinnert sich gerade wieder zurück, wie Abel mir damals im Dschungel auch so rumgesprungen ist. Und da ein paar Menschenfressern dann ebenso den Guard ausgemacht hat. Die Abenteuer, die nicht benannt werden. Ein Mantel des Schweigens, die darüber gelegt worden sind. Und ja. Dann ein Zeichen nach dem anderen wird dann zerstört und in den Stein selbst getrieben. Ich spreche dabei leise ein Gebet an, ne? Travia und Pereine. Dass sie uns vergeben mögen, dass wir diese Zeichen zerstört haben. Doch, sie sind pervertiert. Sie müssen vernichtet werden. Wenn ich das so sehe, Abel, mir erinnert mich das wieder an eure Talente als Kopfspalter. Haha, das war eine gute Zeit, ich sah. Ja, richtig, richtig. Oh, so ein Lager aufzureiben ist doch immer wieder herrlich. Und ich war so wehrlos.
Aber jetzt ist ja nur noch einer vier von uns, der noch die letzte Statue vernichten darf. Und ich lächle Makiaras an. Du hast die Ehre, die falsche Jahrestatue. Sag es nicht, oh, ich wollte gerade sagen, sag es nicht. Ja. Zu vernichten. So könnt ihr den gemeinsamen Weg wieder antreten, durch die Stadt in Richtung Osten und die Kaserne der, ja, sie wurde genannt Kaserne der Ratten, so sagte der Rondrianer zumindest. Ja, ihr könnt ja nochmal kurz vor dem immer noch dampfenden Schlackekörper von Daimoroch stehen bleiben. Sag mal, aber ihr habt immer noch eine Aufgabe. Warum willst du dich darum eigentlich kümmern? Bitte? Das stinkt hier furchtbar, Abelmir. Wann machst du den toten Drachen hier weg? So bald. Zeitnah. Wie ich schon sagte, zeitnah. Komm, Kiara, wenn wir bald wieder rein und ihr verpasst wollen, die anderen ordentlich weg. Es ist ja eigentlich gar nicht in Rayas Natur, Dinge zu vernichten, doch. Diese Statue sieht wirklich aus wie Yadan, oder? Ja, ich vor allem, wenn ihr die Kellertreppen nach unten geht, dann, du hast das ja noch gar nicht gesehen, zerschüttert dich auf alle Fälle, wie du dann hier die Theaterritter erkennen kannst, die im Erntefest-Massaker dann hingerichtet werden von, ja, den Praios-Geweihten, die dann in ihre Rücken stechen, Darados Klaue, die dann durch die Leiber fährt und dann hunderte von Rondrianern tötet. Verschiedene andere Kulte, die dann hier ebenso verboten werden, wenn ihr dann durch die Gänge schreitet, sie erzählen eine Geschichte. Gesindegeweihte, Zar, Fex und Ronda-Geweihte, die dann auf den Scheiterhaufen verbrannt werden. Und dann stehst du vor dem einäugigen Veteran, dem heiligen Vitus. Achso, wirklich? In Greifenritterrüstung. Nun, das ist nicht ganz, Jan. Die Statue trägt eine bessere Rüstung. Können wir die abmalen und sie einsingen? Hau drauf. Gibt's ja dann richtig. Ja, wir sollten vielleicht auch mal mit mir Sinnigeweihten reden wegen dieser ganzen Bilder. Die erscheinen mir doch ein wenig ketzerisch. Bitte was? Einer der großartigsten Momente in der Geschichte der Priesterkaiser. Ronda-Kirche will nur nicht, dass ihr das mitbekommt. Und die Priesterkaiser wurden verboten. Von einem Magier. Wir haben gerade eben eine Priesterkaiser. Der sich selbst auf den Thron gesetzt hat. Ich starre Yalan entgeistert an. Ihr könnt doch wohl nicht dieses Massaker gutheißen. Seid ihr von allen Göttern verlassen? Es ist beschlossen, wir vernichten die Bilder. Könnten wir nochmal eine Sinnschärfeprobe geben? Aus 13. Eines Tages krittet mal jemand. Hab's geschafft. Aber nicht heute. Geht noch? Achso, ich darf nochmal. Ja, es geht jetzt um was anderes. Ja. Nicht ganz. Ja, ich bin einfach zu kacke. Komm, ja. Komm, gib's Yalan richtig. Voll aufs Fund. Aber es sieht aus wie Yalan. Ich kann es nicht. Nein, ich kann es nicht. Ach, komm, kommt schon hier. Ihr müsst die Kraft in euch sammeln. Yalan, sonst helft ihm doch mal. Zeigt ihm doch mal, wie man einen Hammer richtig führt. Fasst den Jungen doch mal ordentlich an und zeigt ihm, wie man einen Hammer führt. Ja, Keras nimmt den Hammer und schlägt. Keras schlägt sehr unmotiviert in Richtung der Rüstung, die allerdings auch den Zweck und Sinn einer Rüstung erfüllt, auch wenn sie nur aus Stein besteht, aber es passiert gar nichts. Ach, die Rüstung ist viel zu schön, um zu zerstören. Es ist eure heilige, Yalan. Es ist eure heilige Pflicht, Keras, Karinor. Wenn ihr eines Tages der Moment gekommen ist, in dem ihr mich niederstrecken müsst, dann müsst ihr dies auch mit Wissen und Willen tun und nicht zögern. Also übt lieber. Nun, das widerspricht ganz und gar den Lehren Rayas. Zerhau endlich die Statue, sonst zerhau ich dich! Ich versuch's nochmal. Das widerspricht auch vielen Lehren, wenn ich das mal so sagen darf. Ich kann nicht unter Druck arbeiten. Pass auf, komm, nein, gib mir das her. Ich stelle mich zu ihm. Drei Schritte zurück. So, nimm die Hand, die legt ihr hier ran. So, dann stellt ihr euch so hin, nein, die waren ein wenig auseinander. So, dann Brust raus, Bauch rein. Dann holt ihr über die Schulter aus. Seht ihr? So, ich mach die Bewegung ein paar Mal mit ihm. Ausholen und jetzt drauf. Keras kann sich gerade nur auf den Geruch von Yalan konzentrieren. Die Wärme. Ah.
Na bitte! Oh, oh, ein ordentlicher Schlag. Ein ordentlicher Schlag. Ich hab darauf geachtet, dass er die Seite mit der Augenhöhle zuerst erwischt. Ja, der Kopf splittert nicht davon, so wie es bei den anderen der Fall war, aber wird eingedrückt und bricht dann halb ab, sodass es dann runterrutscht und dann auf dem Boden so ein bisschen zerspringt. Ach, zu guter Motivation kann ich einfach nicht nein sagen. Ja, da sind auch ein paar Schläge drin, da steht ja noch mehr als die Hälfte. Ihr seid ein wenig erregt, nicht wahr? Aber mir, ihr achtet immer auf Dinge, das ist mir auch ein Rätsel. Braucht ihr euch nicht wundern, dass man euch hier Unzüchteleien unterstellt. Ich bin ein guter Beobachter. Ja, ich trete dann peinlich berührt so einen halben Schritt zurück. Ja, ihr macht das schon, nicht wahr? Ich schlag dann, mich zu den anderen ruhig ein. Methodisch immer wieder mit leichteren Schlägen auf diese Statue ein, um sie langsam zu zerlegen. Dann reiche ich mich bei den anderen ein, aber nicht ohne Arme mir versehentlich auf den Fuß zu treten. Au! Aber ich muss schon zu... Muss dir schon zugeben, ja, das hat schon was, wenn Kieras euch so bearbeitet. Muss ich ja zugeben. Ist schon ein Anblick. Ja, während dann nach und nach Yalan in kleine Bröckchen zerspringt und diese Zerrissenheit, diese namenlose Leere, die in euch griff, diese Zweifel an ihm verschwinden wohl ebenso, wenn ihr dann eben seht, wie der heilige Vitus bzw. Yalan hier vernichtet wird. Die Greifenrüstung, die zerspringt. Ein kurzer Gedanke noch, warum heißt Yalan eigentlich Greifenmund? Gottes Willen, bist du wohl still! Dann ist die Rüstung, das Bildnis hoffnungslos zerstört. Keres steht gerade auf dem Sockel, da wo noch die abgebrochenen Beine stehen, und blickt dann mit einem grinsenden, triumphierenden Blick, auch wenn er ein bisschen verschwitzt ist, zu euch herunter und erkennt dabei ein Bildnis, ein Mosaik, was auf den Fußboden dieses Tempels gemalt worden ist, beziehungsweise gelegt wurde. Ein Mosaik aus kleinen... Aus der Richtung? Vitus blickte auf das Bild. Nanu? Ich stelle mich nochmal so aufs Podest drauf, mache natürlich auch eine Pose, wie es natürlich ist, und betrachte dieses Bildnis und versuche herauszufinden, was es darstellen soll. Götter- und Kulteprobe. Du erkennst auf den ersten Blick eine achtzackige Windrose. So wie sie eigentlich überall eingetragen ist. Und darüber gelegt die Priesterkaiser Noralexakra. Als Zentrum davon? Als Zentrum. Und den Spruch Unus Eternus est, octo imperant, quorum numeros et corpus nomen eius venerantur. Nanu, also haben wir... Das hier sieht fast so aus wie eure Theorie, dass dieser gerade im Mittelpunkt eines achtzackigen Sterns steht. Ha! Ich wusste es. Komm mal her. Könnt ihr das da lesen, was das bedeutet? Ich steige auf die Statue. Ja, ich ziehe ihn dann so zu mir, lege ihm so Arm um die Schulter und zeige dann mal so dahin. Da seht ihr das? Ja, vielen, vielen Dank. Ja, nun lest schon. Schauen wir einmal. Dort steht übersetzt: Mit ihrer Zahl und ihrem Körper ehren sie seinen Namen. Einer ist ewig, acht herrschen. In ihrer Zahl und Gesamtheit ehren sie seinen Namen. Das ist merkwürdig. Man kann es verschieden lesen. Wie viele Märtyrer gab es noch gleich? Ja, acht. Das ist ein Ablativ. Acht Märtyrer, die verehrt werden, die Götter von diesem Kult. Und hier werden sie als Herrscher bezeichnet. Wie viel wissen wir nicht über die Geschichte von Gareth? Immer weniger, schauen wir. Ist die Geschichte, die wir uns erzählen, dass sie wahrlich Märtyrer waren, die
für das Gute der Stadt gehandelt haben und nach Bosperan gegangen sind, wahr ist? Karinor, Vorsicht. Tatsache ist, dass sie angebetet werden wie Götter von diesem Kult. Und scheinbar auch als Herrscher dokumentiert wurden. Dort steht, ihrer Zahl und ihrem Körper ehren sie seinen Namen. Einer ist ewig, acht herrschen. Aber wer herrschte denn nach den Märtyrern? In ihrer Zahl? Dieses In, diese Form des Prosperanus gibt es schon lange nicht mehr. Zumindest nicht im modernen Garichti. Ihrer Zahl und Gesamtheit ehren sie seinen Namen. Ihr ehrt seinen Namen. Also was bedeutet das jetzt? Dass diese Statue hier so eine Art Tempel vorsteht? Oder was bedeutet dieses Mosaik? Aber mir, könnt ihr das deuten? Ist das hier eine Art Tempel? Ist das hier eine Art Kultstätte? Das ist eine dritte Person Plural. Präsens indikativ passiv im Bosperano. Was? Ich sagte, es bedeutet eine dritte Person Plural. Präsens indikativ passiv. Das sagt mir nichts, aber mir, was bedeutet das? Könnt ihr das im normalen Gereti bitte sagen? Die dritte Person Plural ist die Mehrzahlsform. Man kann es nicht einfach übersetzen im Bosperano zum Gereti, wenn es diese Form im Gereti nicht mehr gibt. Dann, was für eine Theorie würdet ihr aufstellen in der Hinsicht? Was ist eure könnt ihr es denn grob übersetzen? Könnt ihr den Sinn übersetzen, ohne den Wortlaut? Vielleicht mit ihrer Zahl oder in ihrer Zahl? Statt in ihrer Zahl? Nun, ich denke, es soll bedeuten, sie waren acht und es musste acht geben. Und einer herrscht, richtig? Acht herrschen, einer ist ewig. Die acht herrschen und der eine ist dieser Dämon, den sie alle anbeten. Also gehören sie entweder zu oder sind nicht sozusagen daran beteiligt. Was ist beteiligt? Noch mit den Märtyrern geschehen? Sie wurden verbrannt, nicht wahr? Exakt, please. Haben wir nicht gerade eben festgestellt, dass Ketzer verbrannt werden? Das war damals in Bosbaran. Hat nicht auch der Mann darum gebeten, verbrannt zu werden? Hat er. Ist vielleicht ein, dass dieser Kult sich diese ersten Anführer oder was auch immer sie waren, zu Ehren immer noch gerne verbrannt wird? Vielleicht ist das eine der Formen, wie sie opfern. Oder wie sie glauben, in ihr Paradies zu kommen. Aber wenn das wahr wäre, dann müssten diese acht Märtyrer ja auch. Ja, und schaut euch mal, also die Statue ist ja jetzt kaputt, aber der hatte ja nur ein Auge. Was, wenn er diese Fleischopferung da gemacht hat? Vielleicht waren die nur Opfer, geschickte Opfer. Vielleicht war das alles vorbereitet. Ich habe eine neue Theorie. Vielleicht wurden sie bewusst nach Bosbaran geschickt als Opfer, um etwas hier auszulösen. Vielleicht hat dieser seltsame Kult sich auch einfach nur 600 Jahre später die acht Märtyrer herausgesucht, um ihren seltsamen Glaubensvorstellungen zu verbreiten. Möglich. Wir müssen daran denken, zu dem Zeitpunkt, als dies alles hier errichtet wurde, waren sie schon lange, lange tot. Ich denke nicht, dass Heliodane von Streitzig irgendwelche Einblicke hatte in den Hergang der Geschehnisse in Bosbaran, die wir nicht haben. Nun, doch haben wir auch gehört von einem von ihnen, dass
die streitsig wie Halbgötter angesehen wurden von dem Kult. Und wenn sie Helidane ebenfalls zum Kult gehörte? Immerhin haben wir in der Villa der Streitsigs auch diese Statue gefunden, die ja offensichtlich unheilig war. Wer weiß, ob es nicht gar noch viel ältere Bildnisse gibt für ältere Glaubenszeichen dieses Kultes. Aber da müsste der Kult doch schon über 1000 Jahre alt sein. Das scheint naja, sehr es gibt alt. Auch, natürlich, es gibt ja auch alte Dämonenkulte, also das ist doch ja, aber, nichts Ungewöhnliches. Aber doch nicht 1000 Jahre, ohne dass wir das bemerken. Vielleicht wurde diese 8 Jahre in Bosphoran gerade erst verbrannt, um den Fall der Stadt herbeizuführen. Ja, aber wenn die wirklich so gut lügen können, wie Iolaos sagte, dann kann ich mir vorstellen, dass sie in irgendwelchen dunklen, unzivilisierten Ecken von Avritorien überlebt haben und dann irgendwann wieder herausgekrochen sind. Wir haben doch noch diese Kaiser Noralik-Sakrale vor uns, oder? Und die scheint das Zentrum von all dem zu sein. Seht ihr diese 8 Strahlen, die davon ausgehen? Was wäre es, wenn diese Kathedrale erbaut wurde, um diesen Kult unter sich zu begraben, ihn zu verstecken, ihn zu verheimlichen, ihn auszulöschen, seine Wirkung aufzuheben? Dämonen, die geschützt sind vor den Augen Kraios. Nun, ich würde mich auch unter einem Kraios-Tempel verstecken. Andererseits wäre es nicht das erste Mal, dass ein Tempel errichtet wird, um irgendetwas gefangen zu halten, das unter ihm begraben liegt. Das macht sogar noch viel mehr Sinn. Für gewöhnlich ist dies eher in die Domäne der Hesinde, aber... Meint ihr, vielleicht sind wir nicht die ersten göttergläubigen Menschen, die gegen diesen Kult vorgehen? Ich würde erklären, warum er trotz seiner offensichtlichen Reichweite eher wenig Einfluss innerhalb der Stadt zu haben scheint. Ich meine, dann haben wir nur 2 Geweihte aufgegabelt. Und ein Goldschmied. Dann sollten wir uns dringend, wo auch immer das in dieser kaiserlichen Noralek-Sakrale sich befindet, finden. Ich denke, wir sollten uns erst einmal die anderen Statuen vornehmen.